Hallo liebe Rollen- und Nicht-Rollenspielende, willkommen bei meinem neuen Video. Heute habe ich 5 Tipps bzw. Dinge für euch, die euer Charakter unbedingt braucht, bevor ihr ins Spiel startet. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an und starten mit der Herkunft bzw. dem Ursprung deines Charakters. Denn jeder Charakter hat eine Vergangenheit, ein Herkunftsland, Familie und damit auch verbundene Erfahrungen, die den Charakter auf seinem Weg geformt haben. Natürlich richtet sich diese Vorgeschichte auch immer nach dem Universum, aus dem euer Charakter stammt. So ein paar Punkte in der Hintergrundgeschichte deines Charakters festzulegen, ist auf jeden Fall wichtig auch für die nächsten Punkte. Und zwar geht's weiter mit der Gesinnung. Die Gesinnung habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt, das kann ich euch hier oben auf jeden Fall mal verlinken. Das ist schon relativ alt, aber auch sehr ausführlich. Die Gesinnung ist so viel wie die charakterliche oder die moralische Grundhaltung deines Charakters. Als rechtschaffen guter Charakter ist es dir wahrscheinlich sehr wichtig, dass du dich an Regeln hältst und dass du nicht mit Absicht irgendeinem Lebewesen schadest. Aber gehst du genau in die andere Richtung und spielst einen chaotisch bösen Charakter, dann will dieser wahrscheinlich die Welt am besten brennen sehen und hat auch noch Spaß dabei zuzuschauen und ihm ist eigentlich auch egal, wer darunter leidet und meistens, ja, stiften diese Charaktere Unheil einfach nur aus Spaß. Also, aus der Gesinnung ergibt sich die Grundhaltung deines Charakters und auch der nächste Punkt. Und zwar das Ziel. Du weißt jetzt vielleicht schon, woher dein Charakter kommt und wie er so in bestimmten Situationen reagieren könnte, wie seine Grundhaltung und seine Moral ist. Aber was sind denn die Ziele? Was möchte dein Charakter am Leben erreichen? Also, wo möchte dein Charakter hin? Hat er einen bestimmten Weg vor sich, ein Ziel, wo er ankommen möchte, vielleicht eine bestimmte Fähigkeit oder auch Reichtum, den er erlangen möchte? Mindestens ein Ziel kann helfen, damit du weißt, wie sich dein Charakter in bestimmten Situationen verhält. Und natürlich auch, welche Entscheidungen er trifft. Denn welche Entscheidung man trifft, richtet sich ja meistens eher so nach den Zielen, die man hat. Aber ihr Lieben, mit einem Ziel im Gepäck und dem Weg dorthin gibt es aber auch noch eine andere Sache, und zwar die Ängste. Klar, es macht Spaß, einen starken Charakter zu spielen und LARP ist ja irgendwie auch eine Möglichkeit, mal aus dem Alltag auszubrechen, vielleicht mal der Held oder die Heldin zu sein und neue Dinge auszuprobieren. Im LARP können wir also auch mal Dinge ausleben, die im echten Leben gar nicht möglich sind. Dennoch wird es irgendwann langweilig, wenn du einen Charakter spielst, der für jede Situation die richtige Lösung hat. Und selbst wenn es dir nicht langweilig wird, dann kann ich dir versprechen, dass deine Mitspielenden auf jeden Fall irgendwann keine Lust mehr haben, denn alle sind Teil des Spiels und alle wollen irgendwie auch einen Teil zur Lösung beitragen. Also versuche deinem Charakter eine Angst oder vielleicht auch mehrere Ängste zu geben. Hat er vielleicht eine Insektenphobie oder Höhenangst? Vielleicht hat er auch einfach Angst, all das, was er schon besitzt, zu verlieren. Oder er ist ein Langfinger, der durch das Stibitzen von Dingen öfter mal in schwierige Lagen kommt. Kommen wir zum 5. Punkt und der baut so ein bisschen auf die Ängste nochmal extra auf. Und zwar geht es hier um den Breaking Point. Eine Steigerung der Angst, also eine Situation, wo dein Charakter es nicht mehr aushält. Das Schlimmste, was quasi für ihn passieren könnte, das ist der Breaking Point. Meistens verändert sich dein Charakter nach dem Breaking Point nachhaltig. Also vielleicht wird er in Zukunft vorsichtiger, hat Vertrauen in die Menschheit oder generell ins Leben verloren und wird ab jetzt etwas vorsichtiger durchs Leben gehen. Der Breaking Point ist eine Situation, in dem dein Charakter wirklich keinen Ausweg mehr sieht. Es könnte zum Beispiel Todesangst sein. So ein Breaking Point kann natürlich sehr, sehr immersiv und sehr tiefgehend sein. Deswegen stellt auf jeden Fall klar, dass ihr vielleicht danach die Situation mit jemand anderen reflektieren könnt oder schaut auch, wenn jemand anderes seinen Breaking Point erreicht, dass ihr da auch schaut, dass es ihm danach gut geht. Das von einem Charakter zu trennen ist in manchen Situationen gar nicht so einfach. Und oft können Situationen und Emotionen, die dein Charakter erlebt, ja auch auf dich überspringen. Deswegen, safety first, Leute, guckt auf jeden Fall danach, dass es euch gut geht. Wie gesagt, kannst du diesen Breaking Point nutzen, um deinen Charakter nachhaltig zu verändern. Das muss übrigens gar nicht unbedingt negativ sein, sondern kann auch neue positive Verhaltensweisen hervorbringen. So, ihr Lieben. Das war's jetzt mit meinen 5 Dingen, die wichtig sind für euren Charakter, bevor ihr den erstellt, bevor ihr damit ins Spiel startet. Und ich glaube, das ist nicht nur was für
euch Beginner da draußen oder euch LARP-Beginner, sondern auch was für die älteren LARPerInnen, die vielleicht jetzt sagen, hey, stimmt, irgendwie habe ich das noch nie so betrachtet, deswegen hoffe ich, dass ich euch damit weiterhelfen konnte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über Support. Und ja, wenn ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, da war ich nämlich in der Goblinstadt hier in Hamburg und habe eine kleine Gewarnungs-Challenge gemacht, dann könnt ihr das jetzt auf jeden Fall auch noch sehen. Das werde ich euch in die Endcard hängen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut!